Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Dragon Quest 5, die Hand der Himmelsbraut. Ja, wir sind hier mit der kleinen Bianca unterwegs und wir haben Herr Weißner die Medizin bringen können, beziehungsweise wir konnten den Kräuterzwerg, nenne ich ihn jetzt einfach mal, aus der Höhle da befreien. Und ja, jetzt sind wir hier und schauen uns ein bisschen um. Hier sind die Erwachsenen, die unterhalten sich hier. Ja, mache ich einen Spaziergang. Das heißt, ich untersuche jetzt erstmal die ganze Gegend hier. Aber zuerst wollte ich mal hier nach oben mit dem mal reden. Ich durchreise die Welt auf der Suche nach ausgefallenem Geschirr und dergleichen. Ich habe gehört, dass Graf Krypto zum Tee trinken das sogenannte Epithete-These wie verwendet. Es war aus Silber. Aha. Ich weiß nicht, ob das jetzt sinnvoll ist, sowas zu besitzen. Aber okay, warte mal. Hier drüben war ja auch noch ein Ausgang. Hier ist ja auch noch einer. Vor langer, langer Zeit lebten ein mächtiger Graf und eine hübsche Gräfin da drüben in den Geisterzimmern. Doch sie konnten keine Kinder bekommen, also war der Ort nach ihrem Tod leer und verlassen. Dennoch, ist dies nachts immer noch ein Schlündchen zu hören und das aus dem Inneren der Schlossmauern zu dringen scheint. Damit ist die Geschichte zu Ende. Na, was meinst du, Kleiner? Ziemlich gruselig? Ja. Wenn ich du wäre, würde ich mich von den Geisterzinnern fernhalten. Nö. Ich habe keine Angst. Ich weiß nicht mal, wo die Geisterzinnen sind. So, Rüstung. So, haben wir mit der schon geredet? Ich glaube nicht, ne? Ja, das ist Wittenhausen. Wenn du nach Norden gehst, kommst du zu den Geisterzinnen. Okay. Dann haben wir die Kirche. Fässer kaputt machen. Hier kommen wir rein. So. Ich denke mal, wir müssen mal nach Norden gehen. Mein kleiner Racker hat sich tatsächlich eine Katze besorgt. Ich habe ihm 100-mal gesagt, dass wir uns hier keine Katze halten können, aber er will nicht hören. Der Junge macht mir manchmal echt zu schaffen. Aha. Ach, was ist denn hier los? Hey, was willst du? Siehst du, dass wir gerade dabei sind, diese dumme Katze zu ärgern? Hau ab! Das lasse ich nicht zu. Ist eine ziemlich selbst eine Katze, nicht? Ihr Schnurren ist richtig komisch. Komm schon, schnur doch mal, Mieze. Lass sie doch in Ruhe. Das arme Ding. Gib sie mir. Du willst sie, ja? Gut. Ich habe eh genug davon, mit ihr rumzuspielen. Wenn du sie willst, kannst du sie haben. Ha, aber erst sobald du die Gespenster in den Geisterzinnen besiegt hast. Ja, genau so machen wir es. Du besiegst die Geistergespenster, dann kriegst du auch die Katze. Okay. Oh. Wir müssen erst was erledigen. Okay. Dann geht's auf nach Norden. Erstmal muss ich hier rauskommen. Warte mal, gibt's hier noch was? Schubladen? Ne? Kann man dich so nicht. Du schon wieder. Ihr jungen Racker werdet mich doch ins Grab bringen. Oh, warte mal, du bist ja keiner von diesen kleinen Teufeln, die sonst hier reinkommen. Aber trotzdem, du stehst mir im Weg. Na los, raus mit dir. Aha. Warte mal, ich kann ja ein bisschen drehen. Achso, hier ist nichts Besonderes. Jo, jetzt will ich raus. Hier steht Tag und Nacht Wache, um zu finden, dass irgendwelche Monster ins Dorf eindringen. Du bist doch ein aufgewecktes Jüngelchen, nicht? Lass dir bloß nicht einfallen, außerhalb des Ortes herumschütteln, klar?
Hey, ich will raus. Ich gehe dann halt zu meinem Papi und hol mir die Erlaubnis. Von mir aus. Du warst aber lange weg, doch. Was? Es gibt eine gute Neuigkeit. Der Alte war... Ah, nee. Du warst aber lange genug weg, Dorma. Es gibt gute Neuigkeiten. Der Alte weiß, sie hat nur eine Erkältung. Wir sollten uns wohl überlegen, langsam nach Steinach zurückzukehren. Du willst doch nicht etwa schon gehen, Ludwig? Also wirklich, übernachte wenigstens noch einmal hier. Tja, da kann ich wohl nicht nein sagen. Also gut, ich zeig euch eure Zimmer. Aha. Wieso kannst du nicht nein sagen? Kannst du doch. Muss nur nein sagen. Wo sind unsere Zimmer? Ach, ganz oben. Ja, hier waren wir schon. Hier, Ludwig. Und jetzt schlaft schön, ja? Nun gut. Wir machen uns morgen besser in aller Früh auf den Weg. Sonst fragen sich die Leute in Steinach, wo wir abgeblieben sind. Wir sollten also sehen, dass wir ausreichend Schlaf bekommen. Gute Nacht, Torno. Ab ins Bett. Er bringt mich noch ein Prinzen. Gute Nacht, Song. Oder Geschichte. Dorono, wach auf. Gut, du bist wach, Dorono. Ja, du hast mich gerade wach gemacht. Komm, wir müssen schnell nichts aufbrechen. Was soll das heißen? Wohin denn? Zu den Geisterzinn natürlich. Wir müssen es diesen Geschwistern zeigen, damit das arme Kätzchen endlich seine Ruhe hat. Ziehen wir einfach in Richtung Norden los, dann sollten wir irgendwann dort ankommen. Gehen wir. Okay. Papa? Magda, meine liebste Magda. Unser Dorono wächst zu einem tollen Burschen heran. Der schläft mit offenen Augen, wie es aussieht. Oh, keine Musik. Wir schleichen uns hier raus, so ungefähr. Da schlafen die beiden. Da müsste er ja auch weg sein, ne? Ja, der pennt. So, nach Norden. Das heißt bestimmt hier lang. Und natürlich kommen Monster. Ein Drako und ein Hornhase. Den Drako kriege ich ja schon alleine hin. Oh, wir haben MP-Punkte. Cool. So, Bianco auf uns. Bei kritischer Treffer. Er hat keinen Schaden. Wunderbar. Zack. Ja. Dann... denke ich mal hier lang. Oder wir müssen noch weiter. Windige Wiesel und eine satte Ratte. Cool. 3 Punkte. 1 Schaden. Ja, Bianca macht gerade nicht viel Schaden. Okay. Solange wir gewinnen, ist doch alles in Ordnung. So. Wer steigt auf? Bianca steigt auf. Sehr schön. Kann's auch gut gebrauchen. Ah, ich denke mal hier, das ist es, ne? Ja, das hört sich schon sehr geisterhaft an. Lagerfeuer. Hier ist mal eine Höhle. Die Tür ist verrostet und bewegt sich keinen Millimeter. Oh. Okay. Bestimmt so weit wie ein Ausgang oder so. Direkt erstmal was zerstören. Yeah, eine Chimärenflügel. Und ein Heilkraut. Genial. Moment mal. Dann tauschen wir das doch mal. So, Transfer. Moment mal. Ach, sie hat auch ein Heilkraut auch schon. Dann lassen wir das mal so.
Mir gefällt das nicht. Es ist so finster und unheimlich. Bestimmt treiben sich hier Gespenster rum. Aber für diese arme Katze müssen wir wieder durch. Komm schon, Dorono, gehen wir. Okay. Ah, wir können die komplette Sache wieder drehen. Ich gehe jetzt einfach mal hier hoch. Da geht's auch nicht weiter. Weiter nach oben. Was passiert? Hilfe! Jetzt sind wir drin. Hier können wir nicht. Hier können wir jetzt anscheinend nicht raus. Aber wenn wir einfach geradeaus gehen, wird uns schon nichts passieren. So, erstmal die Kamera drehen. Und einfach geradeaus. Hallo. Ah, die kann ich alle aufmachen. Vielleicht ist ja was drin, wer weiß. Ich guck mir das alles mal nochmal an. Aha. Okay. Interessant. Jo, nichts drin, alles leer. Ach, jetzt sind sie da dran. Hallo. Was geht hier vor? Aha. Das war gerade der Fluch und Bianca ist weg. Was ist hier geschehen? Hm? Hallo? Was ist hier los? Hm? Wo muss ich hin? Wer bist du denn? Die Gräfin blickt traurig in Richtung der Tür, die zum Dach führt. Die Gräfin blickt zur Tür, die zum Dach führt. Das ist doch die. Hm? Muss ich hier irgendwas untersuchen? Was ist das, dies, Biancas? Aha. Ja. So, du öffnest mal das Grab. Da stand einfach mal. Ja, da ist er wieder. Wir hätten sie ihn da hingeschleppt. Das war schrecklich. Hättest du mich nicht ein wenig beeilen können? Wie nett von dir. Aber danke, dass du mir geholfen hast. Wir sollten uns besser jetzt auf den Weg machen. Mhm. Da steht aber ein Grab von mir. Okay, warum stehen da jetzt unsere Gräber? Das gefällt mir nicht. Ist sie immer noch da? Ja. Aha. Interessant. Die Gräfin hilft mir hier. Ich will hier rein und will da erstmal plündern. Was haben wir denn hier? Ein silbernes Teetablett. Wofür ist es? Ich frage mich, wieso diese Gespenster überhaupt gekommen sind und sich hier niedergelassen haben. Was gibt's denn in diesem Schloss wohl, das sie angelockt hat? Ich weiß es nicht. Kann ich damit jemanden ausrüsten? Ich denke mal, das braucht bestimmt. Kriegt bestimmt der Typ, der das doch sammelt. So, handgewebter Umhang. Davon haben wir ja schon einen. Ein Heilkraut wäre nicht schlecht. Was haben wir hier? Ein Badezimmer. Das scheint wohl das Gemach zu sein von der Gräfin und Graf. Sie sitzt da. Ansonsten ist hier nichts, ne? Da sitzt niemand.
Interessant. Dann sprechen wir sie mal an. Guten Abend, ich bin die Gräfin Krypto von Geisterzinnen. Vor 10 Jahren wurden die Leute im Schloss von Monstern angegriffen und getötet. Wie es dazu kam, fragst du? Es geht das Gerücht um, dass ein böses Wesen alle Kinder aus der Welt stehlen will, die irgendeinen Titel tragen. Aber Graf Krypto und ich haben keine Kinder. Und ich glaube, das hat die Monster geärgert und sie dazu gebracht, uns umzubringen. Doch es bringt nichts, wieder und wieder über längst vergangene Unrecht zu klagen. Was geschehen ist, ist geschehen. Aber weißt du, wir würden gerne in Frieden ruhen. Ich hoffe, du kannst uns helfen. Könntest du versuchen, die Gespenster aus diesen alten Schlossruinen zu vertreiben? Wenn die Gespenster nicht verschwinden, sind die Schlossbewohner dazu verdammt, für immer an der Schwelle zum Jenseits in Tante zu verharren. Ja, aber wenn ich wüsste, wo? Schon da hinten, ne? Hier? Ah, ich komme hier durch. Wo seid ihr, ihr Gespensterlein? Ach, guck mal. Hier drin ist es ja stockfinster. Pass bloß auf, wo du hintrittst, Ono, ja? Ja, los, Blitze. Kann ich dich sprechen? Nö. Dann geh ich halt runter. Ach, da ist der König. Aber da oben sind Truhen. Da oben sind Truhen. Komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Hallo? Ich war eigentlich Kommandant der Schlosswache, aber ich konnte den Fürsten nicht vor diesen Ungeheuer schützen. Doch wenn nur irgendjemand den Großmeister von Edirin aufhalten und unsere Welt in Frieden bringen könnte. Jo. Oh, Monster. Ein Geist- und Skelettschlangen. Oh, die sind bestimmt stark, ne? Oh ja. Die sind stark. Okay, ich glaube, du musst direkt dir schon einen Heiltrank geben. Eine Heilkraut. Ja, eigentlich muss ich trainieren. Aber sonst schaffe ich die gar nicht. Besonders Bianca ist doch ziemlich schwach. Heilen und eine Runde schafft sie noch. Halt sie noch aus. Ja, natürlich, es kommt auch noch Unterstützung. Geht's noch? Ich sollte am besten trainieren und Geld besorgen. So schnell wie möglich. Bianca erreicht Stufe 3. Und kann den Zauber Fauch erlernen. 33 Goldmünzen. Das ist ziemlich gut. Dann versuche ich mal irgendwie hier vorwärts zu kommen. Hier sind überall Geister. Ich will eigentlich auch zu den Thron. Jetzt verlaufe ich mich hier schon ein wenig. Was heißt verlaufen? Irgendwie